Hallo, hier ist Ronja und heute haben wir mal was ganz besonders Schönes für euch. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen für ein Sponsorship von einem Handyspiel, was wirklich, wirklich cool ist. Ja, das war irgendwie das beste Handyspiel 2019 wurde das nominiert. Ja, Apple hat Sky das beste iPhone-Spiel des Jahres benannt. Letztes Jahr, ja. Ich meine, hallo. Ich habe natürlich ja gesagt, weil komm schon. Das ist fantastisch. Und ich habe es davor schon mal gesehen. Es ist so unglaublich süß. Ohne Mist. Das ist ein Handyspiel. Das ist nicht eins von diesen, du klickst und machst nichts und bist dann weg. Und so eins von diesen, ich vertreibe meine Zeit Spiel. Das ist richtig, richtig schön. Das ist voll atmosphärisch. Das ist mega süß. Du hast so einen kleinen Charakter und der kann fliegen. Und seine Flügel werden immer größer. Und es ist super cute. Und deswegen habe ich gedacht, wir spielen das heute zusammen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für Sky Children of Light fürs Sponsoren des heutigen Videos. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns das Spiel zusammen an. Und ohne Mist. Also ich lüge nicht. Es ist wirklich, wirklich, wirklich süß, okay? Wirklich. So, okay, wir sind jetzt hier im kleinen Startbereich. Da gibt es so verschiedene Tore. Das sind die verschiedenen Welten. Je nachdem, wie weit man ist, kommen da verschiedene Tore. Hier ist zum Beispiel diese Prärie. Die kann ich euch kurz zeigen. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist, übrigens, das ist das Kapitel, was ich schon durchgespielt habe. Deswegen kann ich euch das ein bisschen schneller zeigen. Hier kommt man erst rein und dann kann man hier so durchfliegen. Es ist, wie gesagt, es ist total süß. Ich meine, guckt euch mal die Atmosphäre an. Guckt euch mal um. Es ist so süß. Guckt es euch an. Es ist so cute. Man hat die kleinen Kerzen, die kann man anmachen. Man hat diesen Spirit hier. Mit dem kann man reden. Da kann man seine Spells verbessern. Der hat uns zum Beispiel dieses Winken hier beigebracht. Das ist super cute. Das hat er gemacht. Man hat rechts so seinen kleinen Skilltree. Da kann man gucken, wie weit man mit denen ist. Die kann man kaufen. Man hat sein kleines Cape, ja? Wir haben Cape, mit dem können wir fliegen. Wenn wir Level upen, wird es größer. Dann können wir weiterfliegen. Es ist mega cute. Ich meine, hört euch mal die Musik an. Guckt euch mal das Spiel an. Habt ihr das schon mal in einem Handyspiel gesehen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Wir gehen mal kurz wieder nach Hause in den Main-Bereich und dann machen wir mit der Story weiter. Okidoki. Wie gesagt, hier ist der Home-Bereich. Da kann man auch immer hin. Also wenn man irgendwie sich verrannt hat, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dann kann man da hin. Und wir gehen jetzt in den Hidden Forest. Das ist das nächste Kapitel. Im Prinzip, da habe ich jetzt gerade erst mit angefangen. Sorry, meine Katzen im Hintergrund machen Harakiri. Und zwar ist hier so eine Art großer Platz. Man kann, das finde ich auch so süß, dass man so kurz slidet, wenn man irgendwo runterhüpft und der Charakter sonst irgendwie hinfallen müsste. Ich glaube, das ist wieder eins von diesen Ich-kann-nach-Hause-Dingern. Das würde ich jetzt nicht mitnehmen wollen, weil ich war ja schon zu Hause. Ich muss nicht wieder nach Hause, ich möchte gerne weiter. Hier ist Nebel, da kann ich nicht weiter. Alles klar, wusste ich natürlich. Egal, kein Problem. Genau. Man kann es übrigens steuern wie einen Controller. Also ihr habt rechts eure Kamera und ihr habt links quasi wie ihr lauft. Okay, hier ist... Okay, hier kann ich mich hinsetzen. Das finde ich auch so süß, dass es diese kleinen Cutscenes gibt, wo dann kurz so Sachen passieren oder man hat eine kleine Animation und irgendwas passiert und dann geht's weiter. Und dann kann man gucken, wie es so läuft, was man macht. Und man weiß dann, dass man weitergekommen ist. Wenn eine Animation kommt, ist es das sichere Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg, junger Padawan. Es geht weiter. Deswegen gehen wir jetzt weiter, okay? Wir haben ein Herzchen gekriegt. Alright. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal hier durch das Tor in die Tiefe. Da weht auch der ganze Wind hin. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein sicheres Zeichen, dass wir hier durch sollen. Und jetzt, Achtung, aufgepasst. Bam! Wir fliegen. Wir sind ein Gliderslider. Oh, ich bin kein guter Gliderslider. Weil ich nur mal angemerkt habe. Man kriegt quasi... Okay, ich versuche euch kurz zu erklären, wie das ganze System hier funktioniert. Ihr seht oben dieses kleine Nopsi mit den gelben Ringen, gell? So, oh, ich bin. Genau. Das heißt, wenn da noch gelbe Ringe sind, heißt das, wir können noch boosten. Rechts ist so ein kleines Boost-Ding. Das heißt, er flattert einmal. Und dann gewinnen wir an Höhe. Wenn die leer sind, gewinnen wir nicht mehr an Höhe. Momentan ist es die ganze Zeit voll, weil wir in der Nähe von Wolken sind. Wenn wir in der Nähe von Wolken sind und quasi und von Licht, so Lichtquellen, dann, dann baut sich das auf. Und dann können wir wieder fliegen. Aha. Außer man kann es nicht, so wie ich. Dann ist man komplett lost und dann stürzt man ab gegen die Säule. Eieieiei. Man kann übrigens auf sich selber klicken, damit man weiß, wo man hin muss. Ja, das ist praktisch, habe ich mir sagen lassen. Das ist sehr praktisch. Okay, ich komme von da. Wir gehen jetzt da lang. So. Weiter geht's hier. Da seht ihr, es geht, das Gelbe geht leer. Ich habe jetzt einmal mich geswuscht. Und ich bin in den richtigen
in die richtige Richtung. So, dann hier ist ein kleines Türchen und hier geht's weiter. Und, wie gesagt, Flugmechanics, ich habe früher nie Controller-Spiele gespielt. Okay, bitte vergebt mir. Ich bin ein Maus- und Tastaturspieler. Ich glaube, wenn ihr eine Controller-Spieler-Sache gewöhnt seid oder öfter Handy-Games spielt, dann ist das für euch auch leichter. Aber mein Handy ist eh gerade ein bisschen am Laggen, weil der gleichzeitig aufnimmt und spielt. Das ist, dadurch, dass das Spiel ein Schnuff anspruchsvoller ist als so ein normales 0815 Handyspiel, halt auch wegen den Grafiken, ist das ein bisschen was an die Riss. Okidoki, hier haben wir, diese Vögel finde ich auch so cute, auf denen kann man irgendwie sich hochswuschen sogar. Okay, hier haben wir ein Tor, durch das Tor kommen wir nicht durch. Genau, wir können hier Sachen anzünden mit unseren kleinen Kerzen, denn wie gesagt, wir sind ein Kind des Lichts und wir wollen die Sternenkonstellation zurückfinden. Und unsere Aufgabe in dem Spiel ist im Prinzip, wir finden so Spirits, also so Geister von irgendwelchen Vorahnen oder so. Und dann erleben wir mit denen, also die zeigen uns ihre Erinnerungen. Und dann lernen wir da neue Gesten und neue Sternbilder. Und so entwickelt sich quasi die Story weiter. Und oh mein Gott. Das ist ohne Mist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber für ein Handyspiel ist es insane. Es kommt übrigens auch hier dieses Jahr für die Switch, meine ich tatsächlich. Also es ist ein richtiges Spiel. Nur damit ihr das wisst, es ist ein richtiges, richtiges Spiel. Und es ist kostenlos. Nur um das mal anzumerken, ja? Es ist kostenlos. Wir swooshen hier durch das Wasser und dann geht's hoch. Okay, wir haben irgendwie mit dem Feuer macht der Harakiri hier, das lädt sich immer auf und geht wieder weg. Vielleicht irgendwie, bin mir nicht sicher, ob das was mit dem Regen zu tun hat, weil es sich gerade wieder aufgeladen hat, als ich unter dem Unterschlupf war. Wir können hier, das ist schon an. Doch, hier ist er angezündet. So. Hier, das kann ich nicht anzünden. Hier hinten ist ein Spirit. Genau, das meine ich. Die gibt's ab und zu. Wir gehen mal zu unserem Kollegen. Und genau, hier. Follow the Spirit to relieve its memories. Also wir folgen dem Spirit, um seine Erinnerungen freizuschalten. Das ist so der Trick an dem Ganzen. Ich muss hier das Feuer ärgern, damit er mich durchlässt. Der hier ist jetzt durch das Tor gegangen. Das heißt, wir müssen das Tor aufmachen. Das geht, glaube ich, hier rechts dann. Ja, da rechts eine Flamme. Nehmen wir die kurz an. Und auf damit. Und weiter geht's. Ich finde, das sieht so süß aus. Oh, jetzt geht's quasi richtig los mit dem Teil. Ist immer... Okay, beschütze dein Licht und finde die Quelle der antiken Power. Okay. I'm gonna do that. Oder ich versuche auf jeden Fall, das zu machen. Was auch richtig, richtig, richtig cool ist, weil was ich jetzt garantiert nicht hinkriegen werde, weil es mitten in der Nacht ist und ich keine Spieler mehr finde, weil ich schon dreimal versucht habe, das Video hier aufzunehmen, aber jedes Mal irgendwas mit dem Aufnahmeprogramm nicht geklappt hat. Und dann hat sich das aufgehängt oder war nur der Ton von meiner Stimme und nicht der Ton vom Sound. Und ich will aber, dass ihr den Spielsound habt und wie dem auch sei. Es gibt andere Spieler, ja, das hat einen Multiplayer-Modus. Ihr könnt das mit euren Freunden zusammen spielen. Oh, das ist so süß. Redet mit uns. Oh, okay. Man lernt immer so eine Geste von den Spirits. Diesmal ist es wahrscheinlich so ein Zittern. Genau, der Punkt ist, es gibt Mitspieler, also Multispieler. Und ihr seht auch die ganze Zeit quasi andere Spieler rumlaufen. Und ihr könnt euch auch mit denen anfreunden und ihr könnt was mit denen machen. Ihr könnt euch da hinsetzen und sagen, hey... Und man kann tatsächlich mit denen reden, wenn man möchte. Und ihr seht die halt als kleine, so spiritmäßig seht ihr die rumlaufen. Und den könnt ihr, hier oben blinkt zum Beispiel gerade dieses Herztelefon. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll. Das könnt ihr denen geben. Meine Flamme ist aus. Finde eine Lichtquelle, um sie wieder anzuzünden. Okay. Drücke das Handy-Item, um ein Lichttribut zu geben. Okay. Ah, genau. Regen macht meine Flamme aus. Genau, die sehen nämlich aus wie der Kollege hier, den ihr gerade gesehen habt. Aber so sehen dann die Mitspieler aus, nur in hellblau. Und mit denen könnt ihr euch anfreunden. Und dann könnt ihr mit denen zusammen durch die Gegend laufen. Und wenn die was machen, was zum Beispiel jetzt das Tor aufmacht, dann ist das Tor für euch beide auf. Und dann kannst du damit durchs Tor gehen. Und es ist mega praktisch, weil man dann nicht die ganze Kleinarbeit immer alleine machen muss, sondern das halt wirklich als Team machen kann. Das ist legit richtig cool. Okay, jetzt blinkt mein gelbes Ding da oben. Okay, wir haben diese Zitterngeste freigeschaltet. Alrighty.
Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich habe gerade die Flamme gemacht, aber hier war nichts zum Anzünden. Jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Und man kann laufen. Ah! Was ist das? What is that? Ah, das waren so kleine Flammen. Diese kleinen Umgebungen sehen alle anders aus. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier im versteckten Wald, was mega der cute Ort ist. Ich muss sagen, der Regen nervt mich ganz bisschen, weil ich dann die ganze Zeit meine Flamme verliere und ich gerne meine Flamme hätte und ich auch Angst habe, dass ich dadurch nicht gut fliegen kann. Und jetzt bin ich hier abgestürzt mal wieder und ich muss mich hier jetzt irgendwie rausmanövern. Der Punkt ist, davor waren wir halt in diesen Feldern. Die habe ich euch ja auch nur kurz gezeigt. Da bin ich ja nicht, also man kann immer quasi auf dieser Startplattform ist man immer. Und dann fliegt man einmal runter und dann landet man in der Gegend. Die sind auch total süß. Die sind ein bisschen heller gestaltet. Ah, jetzt bin ich zu weit geflogen. Wie gesagt, fliegen gewöhnt ihr euch dran. Wenn ihr nicht inkompetent seid, so wie ich, dann läuft das auch. Oh, da hinten. Okay, da hinten geht's weiter. Da leuchtet etwas. Das heißt, wir gehen dahin. Ich finde es mega praktisch. Ich muss sagen, das appreciate ich in dem Spiel am meisten. Ich bin so schlecht im Orientieren und hier sieht tatsächlich relativ viel halt ähnlich aus. Weil man halt dieses Land hat. Okay, wir müssen hier die Flamme zurückholen, um die Dunkelheit zu vertreiben. Ich habe irgendwie, hat jemand mich geschnitten im Wasser oder sowas und hat mir die Flamme hier rausgejuppt aus dem Körper. Das heißt, wir sammeln die wieder auf. Das sind nämlich unsere Level. Wenn man die Dinger aufsammelt, dann kriegt man ein höheres Level. Hier waren wir an was Leuchtendem. Das heißt, wir haben uns unser Dings wieder geholt und da vorne das andere Leuchtende ist wahrscheinlich unser, keine Ahnung, unser nächstes Level oder so. Let's go. Okay, wir haben hier unseren nächsten Spirit entdeckt, dem wir jetzt hier folgen können. Beziehungsweise, ich glaube, das ist immer noch der gleiche. Und machen uns hier wieder auf die Reise. Und folgen den Kameraden. Wie gesagt, es ist so ein cutes Spiel. Wenn ihr irgendein Spiel braucht, ja, was ihr spielen wollt, weil ihr was Cooles nebenbei spielen möchtet, dann kann ich euch Sky Children of Light nur empfehlen, okay? Es ist wirklich gut. Und wenn ihr eine Switch habt, dann holt euch das unbedingt für die Switch, sobald es rauskommt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Macht's gut, bis morgen. Ciao!